Und damit herzlich willkommen zur neuen Saison hier auf Top 11. Und das ist die neue Staffel, die jetzt erstmal einen Monat gehen wird. Wir werden einen Monat schön Top 11 spielen und danach geht's direkt los mit FIFA 18. Ich habe richtig Bock und ich bin mal gespannt, wie das wird. Und ich muss sagen, boah, Leute, es ist ziemlich früh am Morgen. Es ist gerade 7:30 Uhr circa und ja, es ist ziemlich früh noch und deswegen kann ich nicht so große Emotionen raushauen zu einem Staffelstart wie sonst. Das bitte ich bitte zu entschuldigen. Es ist wirklich super früh und ich muss erstmal selber mich reinfinden in den Tag und deswegen schauen wir mal zusammen, wie wir das machen. Aber ich habe mir schon mal Gedanken gemacht für den heutigen Tag. Und zwar habe ich ja gesagt, dass ich mir viele Scout-Spieler holen möchte. Und das ist auch der Fall. Ich werde jetzt gleich mit euch die ersten Transfers tätigen. Wir werden das Team zusammen aufbauen so ein bisschen und den Rest mache ich dann alleine. Ihr seht, heute um 18:22 Uhr habe ich das erste Pokalspiel. Das heißt natürlich ein sehr wichtiges Spiel und ja, ich kann noch was verkünden. In der letzten Saison sind wir Dritter geworden und einmal habe ich den Pokal gewonnen. Das bedeutet also, wir sind Pokalsieger und sind auch damit wegen der Liga in der Champions League vertreten. Hier sehen wir es, das ist unsere Gruppe. Wir können ja mal darauf gehen. Und die Zeiten und so weiter, die werden wir auch noch alle umstellen. Also nicht alle, aber zumindest ein paar. Das sind unsere Gegner. Der stärkste ist eigentlich, glaube ich, hier Matze FC. Wenn ich mich nicht täusche. Ja, das ist der stärkste von allen. Dann kommt Nikolai FC und dann Celtic. Also von den Stärken her, ja, sind wir eigentlich an dritter Stelle zu besiedeln. Ob wir da wirklich am Ende hinkommen, weiß ich nicht. Also Celtic ist wirklich die schlechteste Mannschaft von allen. Müssen wir mal gucken. Aber sowas gab es auch noch nicht. Dortmund gegen Celtic. Die Fangemeinden, die irgendwann wirklich mal gegeneinander spielen sollten, also Dortmund und Celtic, die sollten wirklich mal gegeneinander spielen, um die Fans dann wirklich mal zu erleben, wie heftig das dann sein würde. Das ist, glaube ich, dann schon richtig krass. Ja, und in Top 11 wird es dann so sein. Dann gehen wir zum Pokal rüber. Ja, da spielen wir gegen Konyaspor. Der Gegner ist ein Türke, okay. Der wahrscheinlich nicht mehr das Spiel spielt. Zumindest sieht es so aus, dass er jetzt ziemlich inaktiv ist. Das könnte sein, dass wir dann wirklich ein gutes Spiel abliefern. Und vielleicht sogar in die nächste Runde einziehen. Ich habe gesagt, das Triple sollte teilweise das Ziel sein. Also wenn wir ein Double schaffen, wäre es gut. Aber Triple wäre wirklich gut und ja, Zwischenrunde könnten wir erreichen. Eigentlich. Normalerweise in der Regel sollten wir das schaffen. Aber wir müssen gucken, ob das am Ende funktioniert. So, wir gucken jetzt die Mannschaft nochmal an und da sage ich ganz klar schon mal, die Viererspieler sind ganz gut eigentlich. Die kann man auch noch gebrauchen und den hier auf jeden Fall, den Brake möchte ich auf jeden Fall behalten. Wegen den Fünfer Sterne. Aber die Dreier und so weiter, die werde ich verkaufen und ein paar Vierer auch, ist ja klar. Weil sonst haben wir keinen Platz für die neue Saison und wir müssen jetzt ja auch neue Spieler holen und das werden wir jetzt auch direkt tun. Und da habe ich ja gesagt, gehen wir auf Scout und dann gehen wir ganz nach unten zu den 39er-Token-Spieler. Und da habe ich mir überlegt, holen wir uns erstmal einen Torwart. Und da könnten wir ja den Boyle holen, den irländischen Nationaltorhüter. Nationaltorhüter. Oh Gott, man merkt, es ist früher Morgen. Größe ist ziemlich gut. Und ich würde sagen, den holen wir uns. Holy shit. Das ist natürlich eine sehr teure Angelegenheit. Aber wie gesagt, es dauert dann auch wieder ganz, ganz lange, bis dann vielleicht mal wieder eine Season kommt, wo wir dann zusammen nochmal das Let's Playen. Deswegen können wir das ruhig machen. Und ja, dann haben wir unsere ersten Scout-Spieler schon gegönnt. Das ist schon mal gut. Die können wir eigentlich mal auflösen, weil die nerven ganz die U21-Spieler.
Auch diesen Neumann, den brauchen wir nicht. Ist auch nur ein Dreier-Sterne-Spieler und das reicht einfach nicht. Ja, dann haben wir jetzt drei Torhüter. Das bedeutet, wir können einen verkaufen. Kyrgios ist schon 31, den können wir mal verkaufen, würde ich sagen. Wenn das geht. Ja, das geht. Machen wir ihn mal für 94 Millionen rein. Das passt eigentlich. Gut, dann haben wir unseren ersten Spieler. Dann würde ich sagen, holen wir uns einen Stürmer. Ich kann nur 5 Spieler holen, weil sonst sind natürlich die Tokens auf, ist ja klar. Oh, wir haben noch Frist. Ah ne, haben wir doch nicht, ich dachte schon. Und dann würde ich am Ende noch 5er Spieler holen, habe ich ja gesagt. Gut, ich habe gesagt Stürmer, 28 Jahre alt, Guzman. Haben wir noch einen Stürmer hier? Ich glaube nicht. Gucken wir uns den mal an. Linksfuß, mexikanisch, Guzman sieht doch ganz nett aus. Holen wir uns einfach mal, wir haben ja genug Geld und alles. Oh Gott, ey, was mache ich hier nur? So, Guzman, my friend. Du kommst natürlich auch rein. Ich denke mal, das Video werde ich auf 15 Minuten machen. Mal gucken. Der kommt natürlich dann hier für den lieben Dams rein, der jetzt auch nicht mehr so der Stärkste ist. Aber könnte man noch gebrauchen für die Zukunft. Mal gucken. So, da haben wir unseren nächsten Scout. Aber jetzt, glaube ich, würde ich sagen, brauchen wir noch einen in der Verteidigung, einen DL. Als dritten Spieler, würde ich sagen, können wir einen holen. Ja, natürlich. Ein DL. Oh Gott, ein DL. Der wäre natürlich geil, ne? Ach, Verhandlung. Muss natürlich auch Scout. DL. Ja, wir haben sogar einen. Sehr gut. Den Typen hier könnten wir nehmen. 29 Jahre, okay. Aber für eine Saison, warum nicht? Reicht das immer wieder. Schottisch. Ja, den holen wir uns. So, damit haben wir jetzt schon 3 Scout-Spieler geholt. Gut. Sieht doch schon ganz nett aus. Aber hier haben wir noch 4er. DC, DC, Verteidiger ist okay eigentlich. Auch der hier, diesen Wegend, würde ich nicht unbedingt verkaufen wollen. ML. Kiesling würde ich behalten. Ein MC brauchen wir vielleicht noch. MC würde ich holen noch, ja. Und dann ein MR, wenn das geht. Scout, 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 Scout. MC, MC, MC. Hier haben wir einen zum Glück. Astrobul heißt der. Ist auch noch ziemlich jung. Ja, das sieht gut aus. Was ist das hier? Weiß ich nicht. Welche Fähigkeit? Ich glaube, das Freistoß. Den holen wir uns. Und dann brauchen wir noch ein MR, habe ich gesagt, oder? MR und AMR haben wir hier. Ben Solomon. Könnte man holen. Ich würde aber jetzt erstmal abwarten. Wir schauen gleich nochmal auf die Aufstellung zusammen. Gut, also Astrobul können wir ja schon mal reintun für Bauer, ne? Für Bauer, ja. Das sieht doch schon ganz, ganz lecker aus. jetzt ist die Frage, also Brun würde ich gerne in der Verteidigung, glaube ich, stehen lassen. Hube auch. Wegend würde ich, glaube ich, auch. Ja gut, vielleicht können wir ja noch einen Verteidiger gebrauchen. Aber jetzt würde ich erstmal sagen, dass wir auf MR uns verstärken. Ja, MR würde ich sagen. So, dann schauen wir mal. Guck mal, der hat sogar AMR noch. Wenn wir wirklich damit
Aber wir können ja mal schauen, MR. Nee, da gibt's nichts mehr, weil die teureren will ich mir nicht holen. Dann holen wir uns Ben Solomon. Das ist ein ganz interessanter Spieler, denke ich mal, und der passt, glaube ich, auch ganz gut. Dann haben wir jetzt noch 22 Token, das ist sehr gut. Und die werden wir dann jetzt für den Transfermarkt natürlich noch aufbrauchen. So, das heißt, der kommt jetzt raus. Boah, das sieht aber schon ganz nett aus. Und ich denke, wenn wir jetzt noch 5er-Spieler holen, also 5er-Sterne-Spieler, dann sieht das sehr, sehr gut aus. Also damit könnten wir sehr gut dann arbeiten. Das sind jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, nee, 5 Spieler noch. Boah, wenn ich mir noch 5 Spieler holen könnte, ne? Wir können ja mal gucken. Verteidigung. Könnten wir ja mal schauen. Verteidigung, ob wir da was holen können jetzt in den nächsten Sekunden. Ein DR hätten wir noch hier. Und ein DC, der ist 20. Aber der ist nicht stark. Boah, der wäre krass. Brauchen wir noch ein DR? Ganz kurz gucken. Ja, bräuchten wir, ne? Ja, wir können ja mal gucken. Aber eigentlich wenn ich nicht. Da bietet schon jemand mit. Das ist das Problem. Sind die alle auf 1,16 oder was ist das? Ja, alle, okay. Dann können wir noch mal gucken schnell. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Oh, der ist stark. Der ist richtig stark. Boah. Der wäre richtig geil. Da biete ich jetzt mit. Aber noch einen Verteidiger würde ich gerne mitbieten, obwohl jetzt haben wir nichts mehr hier. Ne, den werde ich bestimmt nicht kriegen. Dann ganz, ganz schnell noch. Würde ich den jetzt hier haben wollen? Ja, wir bieten mit. Hä, wieso zwei Token? Bietet Token 2? Muss man dann auch so viel zahlen? Ich weiß das gar nicht. Hier warten wir jetzt noch 12 Sekunden. Das könnte sehr gut laufen. Please. Das ist schon richtig gut, wenn wir den kriegen würden. Und das ist unser, sehr gut. Gut, dann haben wir den jetzt schon mal, aber Dickmann wird jetzt wahrscheinlich noch geboten. Ah, doch nicht. Okay, ich habe den jetzt bekommen. Ich habe beide bekommen. Wieso? Ich check's gerade nicht. Bin ich jetzt gerade blöd oder check ich das jetzt gerade noch nicht? Egal, gut. Boah, der wäre krass. Boah, der wäre richtig heftig. Ach so, Mann, das ist jetzt so gemacht. Ah, jetzt check ich das. Okay, interessant. Gut, dann weiß ich Bescheid. So, dann haben wir jetzt hier erstmal einen Ersatz-DR. Hätten wir auch noch, aber ich denke mal, das können wir so am besten machen. Ey, Leute, das sieht schon richtig stark aus. Das sieht richtig lecker aus. So, jetzt brauchen wir noch einen DC, einen Verteidiger. Ein ML am besten auch noch. Und Kiesling müssen wir gucken. Kiesling glaube ich nicht. Den werden wir noch ein bisschen aufpeppen und dann funktioniert das. Also wir können jetzt am besten noch einen ML holen und einen Verteidiger. ML und einen Verteidiger. Oh, der ist so krass. Der Typ ist krass. Boah, der ist heftig. Karel Fosalik. War das ein ML oder bin ich jetzt gerade ein bisschen doof? Ich weiß es nicht. ML, ja doch, doch, doch. ML und Verteidiger. Gut. Wir können ja mal zusammen schauen. Also, Verteidiger.
Der ist aber auch gut. Der ist auch nicht schlecht. Aber ist schon 29, das ist das Problem. Und ich will eigentlich mal einen jungen Spieler haben. Das heißt. Ah. Der wäre schon gut, ne? Der wäre schon richtig geil. Boah, und einen Verteidiger, haben wir da noch jemanden? Ne, den Verteidiger haben wir jetzt in dieser Runde erstmal nicht. Okay. Das ist schade, aber dann werden wir uns auf diesen hier bestürzen. Wo ist er? Auf den. Obwohl, den Arsen würde ich auch. Ne, den hat schon jemand. Das können wir nicht machen. Okay, dann machen wir das so. Wir gehen auf den ML. Wie? Wo ist der? Hier. 19 Jahre, hat super viel Potenzial noch. Und ich habe ja noch ein paar Token. Und ich würde sagen, wenn die Zeit vorüber ist, sehen wir uns gleich wieder. So, leider hat es nicht funktioniert. Wir können ja mal hier schauen. Der Typ hat wirklich 9 Token bezahlt für diesen Spieler. Okay, der ist ziemlich jung und so, aber trotzdem, das ist mir dann zu viel Geld. Dann werde ich mich wohl. Auf welchen Spieler werde ich mich denn jetzt stürzen? Ich glaube, hier ist auch wieder nichts Vernünftiges. Das ist scheiße. ML habe ich gesagt, ne? Haben wir auch nichts. Das kann ja nicht sein. ML haben wir jetzt gar nicht. Dann würde ich sagen, warten wir wieder. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich die Spieler auch gleich gekauft habe. Dann die neuen Spieler, sage ich jetzt mal. Der ist jetzt auch interessant, dieser Masuk, aber der ist jetzt nur 4er-Sterne-Spieler. Okay, wir sehen uns gleich wieder, würde ich sagen. Wenn ich die nächsten Spieler gekauft habe. So, eine Sache muss ich noch mal kurz zeigen. Es sind jetzt schon 20 Minuten oder so vergangen. Jedenfalls habe ich jetzt hier bei 2 Spielern geboten. Und den 19-jährigen MC habe ich jetzt für 2 Token gekriegt. Und die anderen bieten 27 auf einen 18-jährigen. Und meiner ist nicht mal so schlecht. Also das ist echt ein Unterschied. Das ist heftig. Ja, und jetzt sehen wir uns gleich beim Team wieder. Das wollte ich eben noch mal gezeigt haben. Den Unterschied, den finde ich schon krass. So Leute, das war's. Ich habe jetzt eine Stunde mir noch ein paar Spieler geholt und ihr seht, das ist das Team, was ich momentan habe. Ich verkaufe jetzt auch ein paar Spieler momentan, 3 Stück. Beim Rest muss ich noch gucken. Wahrscheinlich werde ich mir da noch ein paar Scout-Spieler holen und hier weiß ich noch nicht, vielleicht verkaufe ich noch ein bisschen. Bestimmt. Aber wir brauchen einen ganz, ganz breiten Kader halt für die Saison, weil wir alles gewinnen wollen und. Wenn es da mal eine rote Karte gibt, möchte ich natürlich auch gleichwertigen Ersatz teilweise haben. Und 4er-Sterne sind da schon sehr, sehr wichtig. Und deswegen mache ich das so, dass wir die 4er-Spieler behalten. Die 3er-Spieler, glaube ich, verkaufe ich. Zum Beispiel diesen Bauer hier, den brauchen wir ja gar nicht. Da haben wir ja noch einen Kießling. Dann können wir Bauer verkaufen. Weil solche Spieler brauche ich nicht. Das ist ja klar. Können wir 95 Millionen machen, dann passt das. Und ja, wir brauchen ja natürlich noch ein bisschen Platz, ist ja klar. Und sonst würde ich sagen, ist das ein sehr geiles Team schon. Also ziemlich geil. Ich versuche jetzt noch ein paar Scout-Spieler zu ergattern. Ist halt natürlich schwierig, jetzt noch mit 9 Token das Ganze zu holen. Aber ja, 5er-Spieler, ganz viele geholt, das passt eigentlich. Und jetzt seht ihr natürlich, wir sind der klare Favorit für das heutige Spiel gegen Konyaspor. Wie es davor sah, sah nicht so aus, aber ist so. Ich freue mich und ich hoffe, ihr auch auf den Auftakt in die Season heute Abend um 18:22 Uhr. Das Video sollte dann circa 19:30 Uhr online sein. Ich hoffe, ihr seid dann dabei. Wir sehen uns dann und macht's gut. Macht noch einen schönen Sonntag, ja. Und wir sehen uns dann heute Abend wieder zum Showdown im Pokal. Tschüss.